Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wii mit der Mission Griff nach dem Strohhalm. Verdammt. Okay, Plattform, komm zurück. Es geht gut. Man könnte es schaffen. Kann ich die auch so kontrollieren? Nein, ich werde jetzt gleich hier runterfallen. Doch nicht. Tja, ganz klar, ich will an die Sternmünze, brauche dazu einen Bomb-Bomb und vor allen Dingen die Plattform. Aber wenn ich sterbe, ist das Ganze irrelevant. Das ist aber ein blöder Sprung. Tut mir echt leid, liebe Freunde der Nacht. Das sah nicht allzu erfolgreich aus. Aber was wären Let's Plays ohne Fails? Ausnahmsweise mal sehenswert, aber trotzdem, egal. So. Och nö, man kann es auch übertreiben. Ich war so gut drauf im letzten Part. Doch diese Burg, die hat mich gebremst. Okay. Warte, du kriegst jetzt hier die volle Dröhnung. Du wirst meinen Powerpilz zu spüren bekommen. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. Nein, wir werden nicht das letzte Mal. Wir werden in diesem Part noch andere Level lösen. Verspreche ich euch. Ich hasse es, man kann ja nicht nur Mario kontrollieren, sondern auch diese blöde Plattform nach links und nach rechts. Nicht nur neigen. Ihr seht es ja aber bestens. Wobei, ihr kennt das bestimmt alle selbst. Eisblume. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Okay, verstehe. Das ist eine gute Idee hier. Eine Eisblume. Die Lösung aller Probleme. Okay. So, und jetzt... gib mir... gib mir... Soll ich das denn anstellen? Überhaupt nicht. Okay, ich habe auch noch Power-Ups. Ich habe noch die Eisblume. Wenn wir hier hingehen, haben wir wieder dieselbe Situation wie zu Beginn des Parts. Aber diesmal werde ich alles besser machen. Die über mir feuert jetzt noch einmal ab. Komm. Viel zu viele Bonbons. Mein Herr, das muss doch reichen. Oh, ich hab doch selbst. Ach, das kann doch niemals klappen da. Okay, Aggression. Ey, das war doch viel zu früh. Komm, zurück. Weg mit dir! Was für eine Wissenschaft hier! Okay, ich wurde getroffen. Aber das ist alles nicht so schlimm, wenn das klappt. Die Mauer ist futsch. Hätte jetzt nur noch gefehlt, dass diese Kanone mich trifft. Was mich jetzt allerdings ärgert, wir müssen den Bossfight dann wohl völlig alleine. Beziehungsweise, ich meine, das kann doch nicht sein. So. Lass mich einfach hoch. So. Ich gucke hier nach... Wow, wirklich? Ich wollte gerade sagen, ich gucke hier nach versteckten Blöcken. Es ist wirklich was da. Okay, hier auch. Eine Münze. Dann bin ich sehr zuversichtlich, weil ich kriege jetzt auch einen Schreikrampf, wenn ich das nicht überleben sollte. Aber diese lächerlichen Koopas. Vor allen Dingen der da. Nein. Nein. Was zum Geier machst du? Du bist der Yoshi unter den Koopas? Oh, das ist nicht wahr. Ey, sag mal, wie viele noch? Okay, eins geht jetzt endlich mal weg. Wenn er landet. Endlich mal ein Treffer hier. Du bist ein Freak. Ah, ja. Aber gar nicht so dumm. Den großen Schwachpunkt versuchst du zu vermeiden. Nämlich, dass hier so schnell wieder
auf dem Boden seid. Ich könnte kotzen. Aber irgendwie ist auch machbar dadurch. Auf jeden Fall habe ich es geschafft. So, ein Freak. Aber Gratulation zu deiner Taktik. Die war wirklich... So lang ist die Welt ja gar nicht. Okay, Ansichtssache. Na, was bin ich, Frau? Das Dumme ist jedoch... Ein Tod wurde entführt. Hier gibt es noch einen Secret Exit. It's a go time. Und diesen Secret Exit werden wir jetzt holen. Einen Nachteil hat die Sache. Ich habe keinen Plan, wo der war. Bemitleidet mich bitte. Eins weiß ich. Hier draußen nicht. Wir müssen in die Burg rein. Und in der Burg drinne, an der rechten Wand, irgendwo durch. Oh, die Feuerblume bringt hier ja gar nichts. Sie ist halt nur dazu da, dass man sich einmal mehr treffen lassen kann. Mich, was da links drin ist. Nix. Ein extra Leben, aber auch nur, weil es die 100. Münze war. Damit habe ich die rote Münze-Mission vergeigt. Ach, was freue ich mich, hier bei euch zu sein. Verdammte Mist. Komm zurück. I hate it. Es... Da muss ich um meine Worte ringen bei diesen Leveln, bei diesen Aufgaben hier. Es ist zum Verzweifeln! Egal. Also in der Burg, irgendwo rechts in der Wand, in einer ganz komischen Nische, befindet sich das Secret Exit. Das blödeste Secret Exit, was ich jeweils irgendwie in Erinnerung habe. Weil... Kann man das nur so blöd verstecken? Da kommt doch keiner drauf. Geh sterben. Ich gehe jetzt den Weg, weil ich habe genug davon. Wir wollen noch ein Level sehen. Gott, als nächstes kommt das Geisterhaus. Tja, irgendwo rechts, ne? Aber fragt mich nicht wo. Auf jeden Fall noch nicht ganz am Anfang. Man muss schon ein bisschen nach oben. Aber wie weit, das weiß ich nicht mehr. Nicht im Entferntesten. Gib mir... Ach. Gib mir... Och nö, das kann doch nicht sein. Irgendwo hier. Ich versuche jetzt erstmals... Hier... Das war's nicht. Aber das da oben sieht prädestiniert dafür aus. Und wir sind goldrichtig. Jetzt nur nicht sterben. Ach, mir egal. Hinterher versterbe ich bei dem Versuch, mit diesen Kugelwillis was zu reißen. Nur um an der Fahne höher zu kommen? Nein. Kein Bedarf. Secret Exit! Isn't that nice? Oh Gott, Lucky Two als Wandergegner. Na sowas. Wir nehmen uns trotz allem erstmal das Geisterhaus vor. Spannung pur. Oh, hallo. Wie geht das denn? Wahrscheinlich muss er das Fass nehmen, oder was? Oder? Er muss boxen? Komm her. Erinnert mich irgendwie an die Chucks. So,
Sollst du einen Geist darstellen, oder was? Was für ein Freak. Ich nehme vielleicht doch erstmal die andere Welt da oben. Vielleicht kann ich die ja besser. 7-6. Die kommt also noch gar nicht dran. Ein Scrolling-Level. Es ist unglaublich. Ach, ihr macht die Geräusche. Ich dachte eben, bei uns in der Haustür klingelt jemand. Lol. Ach, das ist doch widerlich hier. Yoshi? Wie hast du dich denn hierher verirrt? Das Schlimme ist, jetzt kann ich keinen Spin-Jump mehr benutzen. Oh, sorry. Das war echt ein kurzes Vergnügen. Okay. Aber ihr bringt mich nach oben. Du bringst einen nach unten. Nummer 1. Gott, was ein Gedöns hier. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht, Leute. Ach, was soll ich machen? Ich finde jetzt beide Welten, die kommen ein bisschen doof. Na egal. Bleiben hier. Scrolling Level for the win, oder? So wird's gemacht. So was Ekliges. Ja, ich hasse es. Vor allen Dingen die Sternmünzen könnten sich überall verstecken. Wozu haben wir Yoshi hier? Ich versteh's nicht. Können die einen verletzen? Ja. Frage erübrigt sich. Runter mit dir, Dicker. Und tschüss, Mann. Das macht Spaß. Ich finde die Animationen nice. Hey, gute Arbeit. Ich versichere euch, das war alles aus Versehen. Da ist noch einer. Ja, wie soll ich denn hier irgendwas finden? Okay, da ist was. Ganz schnell nach oben. Das wäre Nummer 2. Aber hier übersieht man ganz schnell was. Was ist mit denen los? Hey, 5000. Drauf! Ruf auf ihn! Okay. Ihr merkt schon, von woher das stammt. Ja, schau mir das an. Klar. Och, Mann! Hatten wir jetzt einen Checkpoint oder nicht? Das wäre nämlich sehr schön. Vor allen Dingen nehmen wir einen Pilz, egal was kommt. 7-6. Warum tue ich mir das an? Oh, kein Checkpoint. Hilfe. Hey, wo übertreibst du mal nicht? Oh, verdammt, jetzt habe ich mir... Oh, ich hätte drauf, ich hätte auch stampfen können, so. Oh. Scheiß drauf. Yoshi. Ich vermassel mir mal wieder alles. Okay, wir sind an einer Stelle des Spiels angekommen, wo nichts mehr einfach so automatisch und selbst läuft, aber dennoch. Na egal. Jetzt können wir mal versuchen, den grünen ein bisschen länger zu halten. Oder auch nicht. Jetzt sehe ich schon, das wird problematisch hier. Wir sehen uns wieder. Im nächsten Part. Bis dann und ciao.